Der wahre Grund, warum Molly und Ginny Weasley Fleur Delacour gehasst haben. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es wieder einmal um die Familie Weasley und um Fleur Delacour, Bill Weasleys Braut aus dem französischen Viertel. Genauer gesagt geht es darum, warum bestimmte Mitglieder der Familie Weasley, Molly und Ginny genauer gesagt, Fleur nicht leiden konnten. Sicher, sie war mit Bill Weasley zusammen und später natürlich verheiratet und es ist normal, dass man seine Familienmitglieder beschützt, aber Molly und Ginny haben es auf jeden Fall auf die Spitze getrieben. Bevor wir weiter darauf eingehen, möchte ich erwähnen, dass die meisten Weasleys Fleur Delacour nicht hassen. Die Männer der Familie haben im Allgemeinen eine neutrale oder positive Einstellung zu ihr, wahrscheinlich wegen ihres Wählererbes und ihres auffallend guten Aussehens. Molly und Ginny hingegen waren nicht so leicht zu beeindrucken. Ginny ging sogar so weit, sie hinter ihrem Rücken als Schleim zu bezeichnen. Einmal nannte sie sogar eine Kuh. Fleur war sehr stolz auf ihre Herkunft und das spiegelt sich auch in ihrem Verhalten wider. Sie war sehr freimütig, ein gutes Beispiel dafür war ihr Besuch in Hogwarts anlässlich des Trimagischen Turniers. Während ihres Besuches hatte sie die Angewohnheit, sich über die Schule zu beschweren und sie ständig mit ihrer eigenen Schule, Bon Bâton, zu vergleichen. Fleur zeigte ein ähnliches Verhalten, als sie den Bau besuchte. Sie verglich ihn mit ihrem eigenen Zuhause. Diese Art von Verhalten wirkt eher versnobbt und die Weasley-Frauen haben das sicherlich schnell bemerkt. Warum Molly und Ginny sie nicht mochten, dafür gibt es sicher unzählige Gründe. Einige sind gerecht, andere sind äußerst ungerecht. Erstens, sie beurteilen sie nach ihrem Aussehen und ordnen sie sofort dem Klischee der dummen Blondine zu. Zweitens, Fleur war ein bisschen arrogant, was Ginny und Molly überhaupt nicht gefiel. Und dann ist da natürlich noch das Element der Mutterliebe. Für Molly wäre nur eine perfekte Frau ihres Bills würdig. Und Molly hatte immer noch den Eindruck, dass ihre Beziehung zu Bill hauptsächlich oberflächlich und körperlich war. Molly glaubte einfach nicht, dass Fleur gut genug für Bill war. Aber das lag vor allem daran, dass sie alle positiven Eigenschaften von Fleur übersehen hatte. Auf der etwas weniger ernsten Seite ärgerte sich Molly auch über Fleurs Abneigung gegen ihre Lieblingssängerin Celestina Warbeck. Ginny hingegen mochte ein paar Dinge an Fleur nicht. Erstens hatte Ginny das Gefühl, dass Fleur zu ihr herablassend sprach. Aber das war vielleicht auch gerechtfertigt, wenn man bedenkt, wie Ginny sie behandelte. Außerdem fühlte sich Ginny einfach ein bisschen von ihr bedroht. Ginny war jahrelang in Harry verknallt und für sie war Fleur die Hexe, die alle Männer zum Schwärmen bringt. Nur eine weitere Gegnerin. Die Sache ist die, Fleur war im Allgemeinen nett und wenn Molly und Ginny sie nicht so schnell verurteilt hätten, wären sie vielleicht in der Lage gewesen, diese Seite von ihr zu sehen, anstatt all ihre negativen Eigenschaften unter einem Mikroskop zu betrachten. War Fleur ein bisschen zu arrogant? Ja, schon. Aber waren Molly und Ginny ein bisschen zu hart? Auf jeden Fall. Glücklicherweise erkannten Molly und Ginny schließlich ihren Fehler, zu hart zu Fleur zu sein. Dies geschah, nachdem Fleur ihre Loyalität gegenüber Bill unter Beweis gestellt hatte, nachdem dieser durch Fenrir Greyback schwer verletzt worden war. Als Fleur bei Bill blieb, nachdem sich sein Aussehen aufgrund seiner Verletzungen verändert hatte, wurde klar, dass ihre Beziehung nicht nur oberflächlich und körperlich war, sondern sie wirklich kompatibel zueinander waren. Das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.